Jetzt bimmelt's hier. Bei mir ist übrigens direkt vorm Studio eine Kirchenglocke. Dass ich die nicht öfter höre, ist eigentlich komisch. Naja, also das erklärt das Gebimmel im Hintergrund. Das bimmelt jetzt, um das einzubauen, die freie Szene ein. Guten Morgen. Mit Pauken und Trometen angekündigt. Da hatten wir bislang, denn wir sind ja noch Mitte Januar, das heißt, es kommen noch ein paar Sachen. Unter anderem die zweite Folge von Nightmares in ewiger Finsternis vom Hörspielprojekt. Da ist, glaube ich, tatsächlich heute Abend Premiere. Ja, aber was wir gehört haben, war unter anderem Zombies in der Silvesternacht vom Hörspielprojekt, passend zu Silvester natürlich auch gelaufen. Haben wir auch das letzte Mal, glaube ich, schon angesprochen. Ja, eine klassische Zombie-Nummer, würde ich jetzt mal sagen. Nicht im Vergleich zum Beispiel zu Mein Eigenfleisch und Blut, das ist ja eine völlig andere Schiene. Das ist ja eine ernste Geschichte und das ist schon eher ja B-Movie-Trash-Hörkino, würde ich jetzt mal sagen. Es ist dieses klassische Setting, Wissenschaftler erproben ein, ich komme wie bei Jan Tenner vor, ein Serum, das tote Menschen wieder aufweckt. Das geht schief, die Versuchsreihen werden eingestellt. Ja, ein paar Jahre später kommt eine Horde Jugendliche, steigt da ein in diese Labors und was passiert? Ha, natürlich ist alles mit Zombies bevölkert, die natürlich dann die Jugendlichen verfolgen und es gibt ein schönes Gesplatter. Weil ich da die erste Splatter-Szene fand ich irgendwie nicht so gut. Die zweite dann dafür umso besser. Und vor allem, also es gibt eine Szene, die recht gut inszeniert ist, weil da mit Stille gespielt wird. Jedes Mal, wenn bei solchen Sachen mit Stille gespielt wird, ist das ganz großartig, weil da das Kopfkino super funktioniert. Und da diese eine Szene, in der eine Person sich vor Zombies versteckt, eine Zeit lang einfach nichts kommt und dann wieder ein Zombie-Atmer, das ist vom Tempo her auch sehr gut gemacht, das funktioniert super. Und ansonsten, ja, es ist insgesamt, ja, unterhaltsames Zombie-Hörspiel, das jetzt nicht überbordend originell ist, aber durchaus unterhaltsam ist. Ein bisschen genervt hat mich teilweise die Jugendsprache, aber jetzt haben wir das jugendliche Problem wieder. Ja, ja, genau, das ist das halt, ja. Ja, aber ansonsten doch, das ist, kann man sich durchaus anhören. Stories von Frank Hammerschmidt. Und das Ende finde ich auch gut. Also das hat mir das ist witzig, gut gefallen. Ja, das ist gut gemacht, ja. Ja, dass da der... Achso, nee, das darf man ja nicht verraten. Nein. Ja, dann gab es beim Hörspielprojekt die Folge 1 aus der Reihe Mukashi Mukashi. Das klingt schon sehr japanisch, ist es auch. Man geht so ein bisschen in die Manga-Ecke und erzählt japanische Märchen. Also so gehe ich mal zumindest davon aus, dass es in diese Richtung auch weitergehen soll. Also wenn man es gehört hat, scheint das so zu werden, dass man die Hauptfigur, ein junges Mädchen, dem läuft eine Katze über den Weg und diese Katze ist aus einem Märchenbuch gesprungen und möchte nun wieder zurück in ihr Märchen und die versuchen das jetzt da zu machen und das richtige Märchen rauszufinden, geraten dann in das Märchen, das Titel gibt für diese erste Folge, Neko-san und die Kranichfrau. Ja, die erleben quasi dieses Märchen. Das erinnert so ein bisschen vom Setting her an diese Fernsehserie Simsalakrim. Also so ähnlich ist das, also das ist also so eine feste Figuren in Märchen auftauchen. Also es ist auch hier so gemacht, es ist recht kurz und auch recht kurzweilig. Mir ist jetzt diese Manga-Welt, das ist nicht so direkt meins. Und die Lieder, die dieses Hörspiel auflockern, ach, das ist auch so ein bisschen schwierig. Also es ist sehr, sehr geschmacklich geprägt. Also da muss man dann schon vielleicht auch einen Zugang zu haben. Das hat mir persönlich nicht so zugesagt. Die Story fand ich ganz okay, die Idee finde ich witzig und das Setting ist natürlich auch mal was ganz anderes. Also von daher hört euch das ruhig mal an. Das kann man sich wirklich gut antun, ist unterhaltsam auf jeden Fall und wie gesagt originell. Ja, und es gab noch eine andere Produktion von Soundtales Productions, nämlich der zweite Zwischenfall. Ist das die zweite Folge? Ich kenne die erste auch nicht. Hastings und Gray? Ist der zweite Zwischenfall. Ich glaube, von Hastings und Gray gibt es reguläre Folgen und diese Zwischenfälle. Ach, und Zwischenfälle, okay. Ein neues Leben. Ja, ja, das habe ich jetzt auch gehört. Ich müsste es nochmal hören. Ich glaube, ich habe so diesen Haken verpasst. Das Problem dieses Hörspiels ist, dass sehr viel erzählt wird. Also es sind hauptsächlich Dialoge zwischen Hastings und Gray. Es gibt auch noch drei Sprecher. Es wird viel erzählt und tatsächlich bewegt sich die Story nur sehr, sehr wenig. Es hat mich so von der, auch weil es an Silvester spielt, so ein bisschen an Übernacht erinnert, wobei Übernacht wesentlich dichter erzählt war, also wesentlich komprimierter, aber trotzdem auf den Smalltalk setzen. Hier ist halt viel, viel Smalltalk, viel, viel
an Text aufgehäuft und man findet so den richtigen Dreh nicht. Ich habe so eine Vermutung, wo der Haken sitzen soll, aber es tatsächlich so ist, weiß ich noch nicht. Also ich muss es noch ein zweites Mal hören. Beim ersten Mal ist mir halt tatsächlich nur aufgefallen, dass viel, viel erzählt wird. Ja, das war schon aus der freien Szene. Wollen wir mal gucken, ob es im Februar mehr zu erzählen gibt. Wir werden auf jeden Fall die Nightmares nachholen und dann mal gucken, was da noch so kommen wird. Ja, wir sind gespannt. Ja.